Willkommen zurück zu einer weiteren streng japanischen Folge Rise of the Ronin. Freut mich, dass du da draußen wieder reinreist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten, kommentieren, um das Ganze ein wenig zu supporten. Was darf es sein? Könnt ihr die Kommentare schreiben? Hey, was darf es sein? Ist da drüben Schmied? Bist du ein Schmied? Willkommen! Wonach suchst du? Was hast denn du so? Indigo-blauer Scheide. Mit einem random Effekt. Ich bin sehr reich. Ich könnte mir das leisten. Wollen wir es probieren? Verbessern. Was für ein Level hat es dann? 45? Das ist ein Katana. Let's go. Nicht schlecht. Das kann ich jetzt immer wieder kaufen? Nee, einmal gekauft ist weg. Okay. Zerlegen. Wonach suchst du? Wonach suchst du? Habe ich überhaupt noch was zu zerlegen? Ja, das Schwert können wir wegmachen. Spielen wir eh nicht mehr. Es war ganz witzig, aber wir werden es wahrscheinlich eh nicht mehr spielen. Nehme ich lieber die Materialien mit. Ich würde gerne mein Ninja-Outfit komplett verbessern. Brauchst du noch was? Das war mal das Gleiche. Verstanden. Komm mal zerlegen. Und wir testen es mal. Wir sehen uns. Ausrüsten. Katana, gestohlenes Erbstück. Unvergleichlicher Meister. Ich habe gelesen, unvergleichlicher Meister soll auch ein ziemlich starkes Set sein. Damit soll man ganz schön klatschen können. Allgemein, später sollen die Set-Bonis wirklich das Beste sein. Unserem Freund hier verdanken wir, dass wir unsere vorige Mission erfolgreich beendet haben. Gute Arbeit. Du kannst noch länger bleiben. Auch wenn der Vorfall am Gasthaus Ikeda kein gutes Ende nahm, ist das Verhalten der Choshu seitdem überaus besorgniserregend. Wenn sie eine Armee versammeln und zuschlagen, bricht Krieg aus. Die Shinsengumi muss sofort handeln. Ich erwarte viel von dir. Bist du gewillt, dein Schwert gegen Choshu zu richten? Ausgezeichnet. Dann halte dich bereit. Ich bin jetzt irgendwie auf der Seite des Imperiums, ne? Wann, wie sich das alles entwickelt hat, damit hat niemand gerechnet. Die Choshu, sie sind hier. Du musst durchs Nordtor hineingehen und Kusaka finden, den Kommandanten ihrer Haupteinheit. Er ist mit Sicherheit Teil der Vorhut. Wenn du ihn gefunden hast, zeig keine Gnade. Wir werden die Verräter, die es wagen, den Palast zu bedrohen, vernichten. Imperator Kondo. Ja, gut. Ja. Nun, zusammen mit dir wird das sicher Spaß machen. Ich mag dem seine Stimme. Mein Wer Name kenne ich die nicht denn? Vergessen, ja? Also nicht die von Kondo, sondern von dem Bengel. Alter. Was bist denn du für einer hier? Das waren meine neuen Katanas. Oder nur Katana. Oh, was geht ab? Willst du unbedingt sterben? Weiß ich doch nicht. Alter, die sind aber saftig. Auch wenn die Gegner hier ganz schön böse Damage machen. Aber wie gesagt, wir sind ziemlich OP. Yes.
Diese Enthauptungsmoves sind zu sterben. Er ist direkt ertrunken. Gradlos abgesoffen. Auch abgesoffen. Ja, nice. Ah, die haben alle ein Mützchen auf. Ich hasse Mützchen. Es gibt irgendeinen Skill. Oh, die sind schnell. Dass man die Mütze irgendwie kopieren kann oder so. Ich glaube, ich habe da mal was gelesen. Dass da irgendwas gibt, dass die Mütze eben nicht gilt. Das war der erste Würdige. Die saufen ab und mein Loot ist weg. Und vielleicht hatten sie auch gar keinen Loot. Vielleicht hatten die Jungs auch gar nichts. Schwer zu sagen. Hier sollen wir lang. Moment, ich gehe noch hier drüben hin. Wir rotten jeden aus. Hey, komm her, Bruder. Oh, ich hab keine Ausdauer. Das ist mir ein Leckerli. Bam! Putz! Bist du würdig? Könntest du durchaus würdig sein? Alter, haben wir den abgestochen. Jo, da war der zweite. Ey, immer schön den Bonus mitnehmen, wenn man kann, oder? Was meint ihr? Immer schön den Bonus mitnehmen, wenn man kann. Na, guck mal hier. Der hat aber noch was. Alles Materialien. Boah, nicht in den Todestümpel hier reinspringen. Klatschnass bin ich. Ich wollte mich auch mal wieder umziehen, aber im Moment haben wir nicht den Zugriff auf ein Langhaus. Also wir hätten schon Zugriff drauf, wenn ich... Wir werden das Shogunat stürzen. Geh uns aus dem Weg. Jungs, wir doch mal Freunde. Töten wir dich. Oh, wow, wow. Woher der ganze Hass? Hat mich getroffen. Boah, das haut immer wieder so rein, ne? Du darfst nicht so übertreiben. Ja, ich sehe es gerade wieder. Alter! Die Fernkampf. Komm schon, ich will Ito eigentlich gar nicht hören. Alter, das haut rein. So muss es nicht enden. Heilung. Au. Okay, er lebt schon mal noch. Er ist nicht tot. Wo ist der andere? Hier drüben. Ah, du bist wieder gar nicht. Du darfst nicht so übertreiben. Ja, ja, ja. Jetzt drauf. Bam. Alter, der andere noch einen hinterher setzt. Der war nice. Boah, keine Ausdauer. Oh mein Gott, jetzt bin ich drin. Ich halte noch durch. Lakaoka und Kusaka sind weitaus fähiger als wir. Mach weiter, wenn du dich traust. Klar, mach ich weiter. Aber du hast keine Chance. Okay, die leben beide noch.
Anscheinend bringen wir sie schon mal nicht um. Ich habe irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir am Ende wieder alle Bros sind. Am Ende sind wir alle wieder Bros. Ich bin bei ihm hier. Er ist ein Metzger, du. Würdiger hier. Alter, der Moves drauf. Kein würdiger gewesen. Ach, als ob. Laber doch nicht. Als ob der nicht würdig gewesen ist. Der war auch nicht würdig. Den Schuss drauf? Nee, ne? Leider nicht. Aber er macht böse Damage. Auch nicht würdig. Wo sind nur die ganzen würdigen Boys? Gib mir mal wieder unseren Hero. Alles über dich erzählt. Rioma! Sehe ich keine Gnade walten. Nice. Willst du unbedingt sterben? Weiß ich noch nicht. Und wenn, das ist meine Sache. Boah, ich hasse diese Schützen. Alter, was macht ihr hier für kranke Moves? Shintaro! Shintaro! Nicht gut. Ja, haut rein. Alter, der schrotet auch alles weg. Danke. Bitte. Das ist so schwer zu parieren. Was? Jetzt haben wir ihn. Nein, ich muss dich doch aufhalten. Ja, da war nicht so funktioniert, Bruder. Ich will Kusaka auf gar keinen Fall töten. Ist nicht meine Intention. Ich hoffe, ich kann ihn am Leben lassen. Eigentlich habe ich nochmal so die Hoffnung, da kommt nochmal ein Twist. Twist hinter dem Twist. Samurai-Gamaschen. Feuert die Kanone ab! Au. Wo ist denn die Kanone? Ich dachte, hier wäre die. Feuer! Feuer! Ah. Noch weiter hin. Da drüben steht sie. Er will sie umdrehen. Sau! Aber nicht mit mir, Alter. Wir haben verrecken war. Das war ziemlich mies. Habt ihr zufällig ein bisschen Munition dabei? Altmodisches Bajonett.
Okay, der Strohhut hat ihn schon mal nicht gerettet. Alter, was stimmt mit dir nicht? Du stellst dich da direkt in die Kanone rein. Ich treffe ihn nicht. Jetzt. Nice. Bereit. Gibt's hier noch eine Kanone? Irgendwas shootet hier noch rum. Mal ein Helmchen auf. Das war mein letzter Schuss. Wenn der jetzt keine Kugeln dabei hat. Nee, hat er leider nicht. Auch nichts. Ah, doch, hier Gewehrkugeln. Wir haben wieder ein bisschen was. Alter Jungs, echt jetzt? Du dödelt da oben rum, ist ja Wahnsinn. Okay, du bist der letzte Würdige. Danke für den Flammenbonus, mein Freund. Du darfst nicht so übertreiben. Ich merk's. Das ist übertrieben, ne? Alter. Das finde ich geil, dass die anderen hier noch so eingreifen und auch noch mit reinschlachten. Einfach nice. Oh, mein Freund, was hast du? Keine Eile. Lass dir Zeit. Ich kann das Ding sogar nochmal verbessern, ne? Boah, das ist teuer. Bis 8... Bin ich schon Level 8 und... What? Was für ein Level habe ich denn? Ich danke dir. Spielerstufe 43. Für deinen Die Waffe ist doch schon über meiner Stufe. Ausrüstungsstufe 45. Ich kann über meine Stufe Sachen haben? Such. Ah, wir lassen es mal. Wir können ja jederzeit noch upgraden. Alter, was läuft hier? Die Kanonen schießen links, rechts. Jetzt willst du dich uns in den Weg stellen? Du bist zwar ein Psycho, aber ich will dich eigentlich nicht töten. Entschlossenheit nicht. Niemals. Dank dir haben sich meine Ansichten zwar geändert, doch es gibt ein paar Ideale, die ich nicht verraten werde. Deine Ansichten müssen sich nochmal verändern. Alles sorry, mein Freund. Das Corona verschließt die Augen vor dem Leid der Menschen. So regiert man doch nicht. Das musst du doch verstehen. Ich verstehe, dass es reformt werden muss, aber du bist auch ein Psycho. Ich kann es nur ändern, wenn jemand bereit ist, sich gegen die momentane Ordnung auszulegen. Es liegt an... Alter, den haben wir abgezogen. Genieß den Sieg. Schreiß in die Welt hinaus, dass du Gensu die Kusaka besiegt hast. Hey, ist ja nicht das erste Mal, oder? Hinterkopf!
Diese britischen Kanonen haben es wirklich in sich, nicht wahr, Saigo? Die Choshu sind so gut wie besiegt. Überlassen wir den Rest den Fußsoldaten. Nein, wir müssen sie bis auf den letzten Mann töten. Weiter mit dem Beschuss! Beeilung, hier lang! Bitte, Hilfe! Schnell, Hunter! Die Shoshu waren noch feiger, als ich dachte. Wenn sie sich noch weiter zurückziehen, bleibt nur Asche von Kyoto übrig. Also steckst du hinter all dem? Es weckt Erinnerung, oder nicht? Dieser Geruch. Wie an jenem Tag. Der Tag unseres Todes. Und unserer Wiedergeburt! Schon bald wird das Shogunat und das ganze Land in einem nicht endenden Flammenmeer versinken. Das ist die Welt, nach der wir uns sehnten, oder etwa nicht? Die ist richtig psycho unterwegs. Kämpfen wir! Kämpfen wir! Die Anfänger, die wir einmal waren. Boah, was hat der für einen Power-Handschuh? Du kannst doch immer nur anderen folgen. Alter, Alter. Damals, als wir Kinder waren. Nicht cool. Wir müssen uns sammeln. Wir müssen uns heilen. Wow. Boah. Jetzt habe ich wahre Macht. Genau, was mir an jedem Tag fehlte. Geblockt. Erzähl mir nicht, dass du ohne sie neu begonnen hast. Ein allzu vertrauter Anblick. Jungs, ihr könnt gerne auch draufhauen, ne? Jetzt hab ich mal hier deine Blitzfähigkeit geklaut. Willst du unbedingt sterben? Eigentlich nicht, aber... Hat man erst einmal die Waffen der Fremden, ist der Rest ein Kinderspiel! Ein kleiner Funke genügt und ein Inferno die ganze Nation verschlingt! Gerade in Zeiten des Aufruhrs werden wir am meisten gebraucht! Siehst du, wir sind noch wichtig, nur dank mir. Zwillingsklingen. Wir beide sind eins. Komm mit mir. Jemand hat mir gesagt, dass das Shogunat längst Vergangenheit sei. Also muss es wiedergeboren werden, um eine neue Welt erschaffen zu können. Noch liegt die Vision dieser Zukunft in einem dunklen Nebelmeer. Doch es gibt unter uns einige Menschen, die sich einen Weg ins Licht ertasten. Eine neue Ära. Ich kämpfe mit jenen, die sie einläuten werden. Und darum kann ich dir nicht folgen. Ich dachte, du würdest es verstehen. Wer, wenn nicht du? Ich glaube, so viel haben wir noch nie gesprochen. Also sind sie alle geflohen. Mögen sie lebend davonkommen und den Traum unseres Meisters von einer neuen Welt verwirklichen. Ito, Yamagata,
Nakaoka, Katsura, Shinsaku, Fumi. Könnte ich euch doch noch ein letztes Mal sehen. Oh nein, Meister Alter. Shoin. Ich bin nun bereit, euch zu folgen. Im August 1864 nahm sich Gensue Kusaka das Leben. Er wurde 25 Jahre alt. Ich hätte es gerne anders gesehen. Ich war kein Fan von Gensui. Aber ey, irgendwann... Na? Irgendwann gehen eben auch Leute drauf. Aber die anderen leben alle noch, die sind geflohen. Die Rebellion am verbotenen Tor endet mit dem Tod Gensui Kusakas und Erlass des Verrats für den besiegten Chōshō-Clan. Die Schlacht mag vorbei sein, doch noch ist der Himmel über Kyoto schwarz vom Rauch des Infernos, in das die Stadt gestürzt wurde. Gensui. Warum sind so viele bereit, für ihre Ideale zu sterben? Wie denken sie an die, die sie zurücklassen? Gensui folgte entschlossen dem Traum deines Bruders, zu unser aller Wohl. Er wollte ein neues Japan erschaffen. Das werde ich wohl niemals verstehen. Wie soll man eine friedvolle Welt durch Krieg schaffen? Gerade in Zeiten des Aufruhrs werden wir am meisten gebraucht. Das ist die Welt, nach der wir uns sehnten. Habe ich recht? Wir dürfen das Chōshō-Gesindel nicht entkommen lassen! Habt ihr noch nicht genug? Der Kampf ist vorbei! Ich hab den Rest von ihnen festgesetzt. Kommt! Das sehe ich mir nicht länger an. Es ist genug Blut geflossen. Knurr. Achso, wir müssen da gar nicht hinrennen. Gut, gehen wir. Ah doch, wir müssen da hinrennen. Da schaue ich mal ganz kurz rein. Langsam wird das Spiel richtig düster, ne? Kriegsgebiet, Bindung. Gensui. Stärkepunkt und eine Technik hätte ich noch bei ihm holen können. Ich habe mal im Internet geguckt, also den hätte ich definitiv nicht retten können. Aber ich glaube Gensui schon, weil der fällt immer zum Opfer der Klinge. Du kannst zwar hier dieses unzertrennlich, befreundet und sowas alles, das kannst du machen, indem du halt in der Zeit zurückreist. Und dann halt ihm Geschenke gibst, ja. Es ist schon möglich, ihn hochzuleveln, aber er würde sterben. Genauso wie Taka. Ein paar der Figuren kannst du nicht retten. Die Chōshō wollen Japan nur zum Besseren verändern. Verdammt, wir wollen alle dasselbe. Wieso das alles? Tja, ist meistens so. Eigentlich wollen alle dasselbe. Hier lang. Aber da gibt es halt so ein paar fanatische Spinner, die ganz, ganz oben am Knopf sitzen und das Sagen haben und alle da unten fallen eben um wie die Dominosteine. Obwohl alle dasselbe wollen. Ruhiges, gutes Leben, eine glückliche Familie, satt sein, wenig Ängste, wenig Sorgen. Ich meine, welcher normal denkende Mensch will schon Krieg? All die, die sagen, oh geil, endlich, es geht los und wenn die hier einmarschieren, ich bin bereit. Alles Idioten, die als erstes weinen und am Arsch sind. Und auch Shintaro. Er wird an der Seite der Chōshō kämpfen.
Das sind wie so Typen, die immer sagen, ich will mich kloppen, Alter, den wichse ich kaputt. Ich baller den kaputt und dann kommt einer und haut den Eimer aufs Maul und dann vorbei. Ganze Euphorie ist weg. Weil Kloppen eben doch keinen Spaß macht. Na, ab und zu macht's Spaß. Unter Freunden. Aber ja, Krieg ist immer nur was Schreckliches. Da gibt's nichts Positives dran. Ach, ist hier ein Manifest? Testament der Seelen. Ja, konnte ich nochmal zurück. Gut, hier machen wir einen kleinen Break. Die Welt ist düster und kaputt und zerstört und dreckig. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.